Die Turnhalle am Elbhafen hat bereits eine lange Tradition. Hier wurden unter anderem dem Europameister im Turnen Matthias Fahrig die Weichen für seinen Erfolg gestellt. Nun wurde hier wieder das alljährliche Weihnachtsschauturnen veranstaltet, zu dem nicht nur die Sportler des Turnvereins Grün-Weiß-Wittenberg geladen waren, sondern auch viele Angehörige und Eltern. Wir machen das dieses Jahr zum 20. Mal, also wir feiern eigentlich ein Jubiläum. Und ja, rausgegangen ist das, vorher haben wir zum Jahresende mal Sektionsmeisterschaften gemacht und haben gesagt, okay, wir werden älter, wir wollen nicht immer nur das Turnen, wir wollen auch für die Angehörigen unserer Kinder und unserer Mitglieder ein bisschen was zeigen. Und daraus ist dann dieses Weihnachtsschauturnen entstanden und das machen wir dieses Jahr zum 20. Mal. Die jungen Athleten des Grün-Weiß zeigten in einem bunten Programm, was sie drauf haben und das war schon eine ganze Menge. Ob am Barren, Reck oder am Boden, hier wurde den Zuschauern das ganze Repertoire der Turngemeinschaft dargeboten. Leider konnten nicht alle Sportler dabei sein, die der Verein zu bieten hat. Dies hat der Qualität der Veranstaltung jedoch keinen Abbruch getan. Doch nicht nur die ganz Jungen hatten hier ihren Auftritt, auch ehemalige Vereinsmitglieder wie Matthias Fahrig haben es sich nicht nehmen lassen, ihrem alten Turnverein zu diesem Anlass einen Besuch abzustatten. Und dann haben wir den Jan Winkler, der mit heute hier ist, der in Halle turnt. Dann haben wir den Tom Niklas Nester, der in Halle turnt. Und es ist da Fabian Pflug, der seit diesem Jahr in der Turntalenteschule Berlin Hohenschönhausen seinen leistungssportlichen Weg fortsetzt. Und die Jungen stehen auch schon in den Startlöchern. Was hier geturnt und getanzt wurde, zeigte deutlich, dass der Wittenberger Nachwuchs in Sachen Turnen nicht ausbleibt. Nur 14 Tage hatten die Kinder und Jugendlichen Zeit, sich auf diese Veranstaltung vorzubereiten. Denn viele Wettkämpfe standen in der letzten Zeit an, die es zu bestreiten galt. Wenn ich ehrlich sein soll, stehen im Vordergrund immer erstmal die Wettkämpfe. Wir hatten unseren letzten erfolgreichen Auftritt jetzt am Anfang Dezember, am 1. Dezemberwochenende gab. Dort sind wir mit den teilnehmenden Mannschaften mit einmal Gold und jeweils Silber rausgegangen. Das war ein Mannschaftswettkampf in den einzelnen Leistungsklassen. Das hat uns sehr gefreut. Das ist ein sehr gutes, überraschendes Ergebnis. Die Projektschmiede Wittenberg übergab den Grün-Weiß im Laufe der Veranstaltung noch einen Spendencheck im Wert von 300 Euro. Der Turnverein will damit seinen Kinder- und Jugendsport fördern. Na dann, sportfrei!